Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen mal The Forest wieder. Ja, wieder. ja, auf der Frage, ich habe mich jetzt gefragt, also wir haben jetzt so ein bisschen die Höhlen erforscht, haben den so unseren Sohn noch nicht gefunden und ja, warte mal. Hi du. Ey, ist ein guter Pfeil. Yep. Die kommen doch schon gar nicht so schlecht. Oh, jetzt kriegt er Verstärkung. Och man, ich wollte doch hier nur ganz kurz nicht auf die Fresse kriegen, sondern bleib tot. I Jugend. The How Jugend oder wie das hieß. So. Haben wir es endlich? Mann, werden die penetrant und nervig. Dann trinken wir nochmal einen Schluck. Muss ich auch mal auffüllen. So, ich dachte mir, wir bauen mal ein Bötchen. So, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ach, hier ist unser SOS. Warum auch immer. Wofür auch immer. Jetzt habe ich mir gedacht, erstmal wollte ich hier bauen, dachte ich mir, nee, komm, geh mal weiter. Müssen wir nämlich gucken, dass da hinten am besten ja nicht solche Steine sind, dann kommen wir mit unserem Bötchen gar nicht weiter. Aber wir sind ja keine Wikinger, die unsere Bötchen quasi an Land ziehen können. Bäume haben wir hier genug. Ich dachte mal, in der Nacht bereite ich schon mal ein, zwei Bäume vor. Oh, ich hab echt. Mann, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit am Reden ist, ne, und dann mal privat ein bisschen reden will, dann macht die Zunge schon gar nicht mehr mit. Mann, oh Mann. So, ich stell den mal hier ab. Wir gehen mal einfach gucken. Dass hier kein See ist. Fail. Gut, ich wollte mich hier gerade sagen, sieht schön aus. Hier können wir uns niederlassen, ein Bötchen bauen. Nein, können wir nicht. Dann Wegelchen weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn macht, ein Boot zu bauen. Vielleicht muss man ein Boot bauen, um zum Schluss vielleicht zu entkommen von dieser Insel. Natürlich werden wir erst abreisen, wenn wir unseren Jungen gefunden haben und die To-Do-Liste bearbeitet haben. Aber ich war jetzt erst in eine Höhle und... Ach, hier ist scheiße ein Zelt. Ist hier ein Lager? Wie gesagt, ich war ja erst in der Höhle und habe jetzt keine Lust, jetzt nochmal ein Video zu machen, wo es schon wieder in irgendeine Höhle geht, die wir erstmal finden müssen. Ja, hier sieht es okay aus. Da ist das Lager, das feindliche. Nochmal ein bisschen nach da. Ah, ich denke mal, ewig Ruhe haben wir hier auch nicht. War das nicht die Ecke mit den Krokodilen? Oder verwechsle ich das jetzt? Da hinten können wir aus dem Wald, können wir dann unsere nächste Fuhre holen. Wie? Also ich habe noch kein Boot gebaut. Ich weiß nicht, wie das geht. Machen wir es einfach mal. Ein Steg. Ein Steg habe ich keinen Bock. Können wir nicht gleich auf Wasser bauen? Hausboot. Großes Floß. Alter, 57. Großes Floß, kleines Floß. Kann ich das große steuern? Das sieht so steuerbar aus, hier das kleine. Ich baue mal testweise erstmal ein kleines. Ach, da können wir die Seilchen mal verbrauchen. Nee, ich hatte die erste Lieferung ja schon mal für das kleine Floß gereicht. Steg macht vielleicht Sinn, damit man nicht ins Wasser springen muss. Ist mir aber gerade Wumpe. So, wie kann ich jetzt... Ah.
Ja, und nu? Komme ich weiter? Geradeaus so? Die paddeln oder lenken? Ja, und? Wie gebe ich Speed? Hallo, Speed? Gut, dass ich jetzt keinen großen gebaut habe. Oh, falsch rum. Scheiße. Immer noch falsch rum. Ich hoffe, wir kriegen das hier noch rausgedreht. Oh, das sieht nicht gut aus. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Dreh dich um. Das sieht doch gut aus. Und jetzt. Aha. Ich sehe bloß nicht die Richtung, in der ich schwimme. Aber hey, es geht. Mann, oh Mann. Also kann man auch schneller. Ist irgendwie doof. Mal hier drehen. So. So viel dazu. Gefällt mir. Will ich. Wird gekauft. Haben wir ein kleines gebaut. Ich weiß. Vielleicht Ressourcenverschwendung. Ich habe es noch nicht gebaut. So, was ist der Unterschied zwischen einem Hausboot und einem großen Floß? Also sind wir vielleicht mit einem großen Floß mobil und mit dem Hausboot nicht? Ich weiß es nicht. Dann kommt das große. Zack. Ja, eindeutig mehr Ressourcen. So, dann nehmen wir mal unseren Wagen. Ich glaube, das schaffen wir auch an einem Tag gar nicht. Mal kurz ein bisschen rumgepaddelt. Schluck trinken. Ich bin mal gespannt, ob sich das überhaupt lohnt mit dem Boot, ob es vielleicht irgendwie Ortschaften gibt, die wir sonst nicht erreichen würden ohne das Paddelbötchen. Oder dass wir da vielleicht sogar mit entkommen müssen. Wäre interessant zu wissen. Ach, eigentlich könnte man sich dann auch die Phase. Nee, wir kommen. Kann man vielleicht das große Bötchen irgendwie so umbauen, dass man da drauf nächtigen kann? Wäre ja was. Und mir fällt auch gerade noch was ein, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe mich doch tierisch gefreut auf die Kettensäge. So, jetzt wollen wir die mal in Einsatz sehen hier, ne? Go, Baby! Oh! Alter! Bist du ab da? Und ich habe die Nacht noch mit der Holzhacke Holz gehackt. Das geht ja ziemlich gut, alter Schwede. Ja, da muss ich in die Anfangshöhle häufig rein, weil da haben wir ja quasi zwei Benzinkanister, glaube ich, ziemlich nah am Eingang. Alter, sagenhaftes Ding. Sagenhaft. Stöcker brauchen wir auch noch. Na ja, gut, dann wollen wir jetzt nicht stumpf machen. Oh, das ist ja... Das ist ja nice. Wirklich nice. Apropos Höhle. Sieht doch wieder ein Eingang aus. Ausgang. Hm. Ist der jetzt auf meiner Karte markiert? Auf diese super duper Karte kann ich die zoomen? Ah. Ja, richtig zufrieden bin ich mit der Karte nicht. Aber ich bin. Hab immer was. Ich finde immer was zu meckern. Hey, Schildkröte, das ist. Oh. Was machst du denn hier, Wegelchen? So, steh mal auf da. Was ist los? Gutes. Die Kettensäge ist toll. Ich brauche das für 7 Days to Die auch. Immer sinnlose Holzgeklöppe.
Ich meine, wir werden bestimmt gleich Besuch kriegen. Normalerweise ist das so. Ah, das ist noch einer. Normalerweise ist das letzte Zeit immer so. Nein, ich hätte sogar zwei nehmen können. Hackt man irgendwie einen Baum oder so, dann kommen schon die Kannibalen. Jetzt aber noch einen. Einer geht noch. Nee. Der nicht mehr. So. Mal kurz. Ich nehm, nein, ich nehme auch mal. Ich hab's weggeworfen. Alles da. Fantastisch. Oh ne, es sind nur Blätter. Blätter brauchen wir nicht. Ich bin ein großer Fan der Kettensäge. Wir wissen ja schon aus Horrorfilmen, Kettensägen können nur gut sein. Darum hat der Bösewicht sie auch meistens. Und wenn der Gute sie hat, dann geht sie leider gerade. Hat sie kein Benzin mehr, geht aus. Ja, da ist ja schon einer. Zwei. Oh, ihr seht mich nicht. Das ist nur ein Wägelchen. Das ist ganz normal. Der kommt hier in der Natur ganz normal vor. Ganz normal Natur. Funktioniert. Idioten. Ich hoffe nur, hier gibt es keine Krokodile und keine Haie. Weil darauf habe ich jetzt echt hier keinen Bock. Und ich bin mal gespannt, ob die überhaupt auf das Floß kommen, so wie ich. Bam, 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 bam. Na, nimm doch schon mal Form an. Kannst du nicht erkennen? Och, immer noch ein Haufen. Obwohl wir eine Kettensäge haben, wird das noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das Video dreht sich wirklich. Diesmal kann ich mich nicht verstecken. Versuchen wir es. Kämpfen dauert immer zu lange. Dann esse ich nochmal kurz was. Ah, hab nichts mehr dabei. Scheiße. Ruhe hier im Karton. Die laufen ja gar nicht. Na gut, dann testen wir mal Folgendes. Dauert nicht zu lange. Uhu, hallo, Kannibalos. Genau, hast mich gesehen. Super. Ja, das geht. Komm her. Du Kannibalensau. Oh, nee. Hey! Was ist los? Kannst du schwimmen? Halt die Fresse. Oh, ich schieße ja 20.000 Mal daneben. Mit teuren Pfeile. Wo rennst du hin? Jetzt reicht's mir hier. Komm her. Keine Lust hier meine ganzen Pfeile zu verschießen. Oh, hat mich getroffen. Hat sich noch? Nein. Ey! Komm her! Verdammt. Muss hier nochmal ein Lagerfeuer bauen. Ja, und beschmutzt bin ich auch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lagerfeuer. Bitte wollen wir nicht. Wir wollen nicht ewig hier bleiben. Ah, oh, wir sind mit Blut überströmt. Mal gleich gucken, ob wir infiziert sind. War das? Ja, natürlich. Natürlich sind wir infiziert. Wer hätte das nicht gedacht?
Aloe Vera. Essen. Bin ich geheilt. Juhu, ich bin geheilt. So, ziehen wir mal kurz. Könnt euch schon mal da bereitlegen, ne? Ich komme gleich wieder. Nicht abhauen. Jetzt habe ich die Pfeile verschossen. Ich habe zu... Ich will den schlechten haben erstmal. Ich habe zu viel von diesen Brandpfeilen gemacht, finde ich. Denn jetzt muss ich für die billigen Mutanten die tollen Pfeile benutzen. Eine Verschwendung von Alkohol. Aber wir hatten hier in der Höhle ja genug Alkohol. Und ich wollte den Alkohol da nicht liegen lassen. Eigentlich wäre das doch cool, wenn man diesen Weg hier mitnehmen kann. Und da eigentlich nur x-beliebige Sachen drauf abstellen könnte. Wäre auch cool. So, haben wir noch genug Holz oder muss ich noch was machen hier? Erstmal ein paar Ästchen. Stöckchen könnten wir noch gebrauchen. Laub auch immer gut. Wir reißen hier alles ab, hier den ganzen Wald. Ist mir egal. So. Jetzt holen wir meinen Freund raus. Dieser Sound. Alter. Ist das nicht geil? Von Ast. Yeah. Das ist Musik in meinen Ohren. Ach, jetzt habe ich nur einen mitgenommen. Wir sind zu schwer. Nein, 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 um Gottes Willen. Wie schnell man jetzt Holz hat. Nein, 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 komm mal. Wenn ich es an- und ausmache, verbraucht er auch schon. Keine Ahnung, Benzin. Wollen wir die guten Ressourcen nicht verschwenden. Haben wir ja knapp nochmal eine Lieferung fertig. Fleisch könnten wir auch gebrauchen. Oh, mit einem Schlag. Ist ja geil. Früher brauchte ich immer zwei dafür. Jo, hau weg damit. Das Ding brauchen wir nicht. So. Die Sonne könnte aber gerne noch ein bisschen länger scheinen. Also ich fühle mich nachts immer so... Ja... Was soll ich sagen? Einsam, verletzlich. Aber sie sind nicht ins Wasser gegangen. Das ist schon mal gut. Wo ist mein Lagerfeuer? Ah, Steine fehlen auch noch. Ach, Mann, Meter. Wo sind Steine? Gib mir Steine. Ach, da sind wieder Kannibalen. Einer. Zwei. Vielleicht noch ein Ästchen. Wir sind ja keine Bäume. Oder hat man noch genug Stöcke? Ja, hatten wir. So, die guten Kannibalen haben mir ja netterweise Rüstung kaputt gemacht. Dann machen wir mal ein bisschen Kannibalen kaputt. Meist nur mal einen Dollar drauf. Nebenbei, wenn die verkokeln, können wir hier nochmal... Oh, immer noch drei Stückchen. Na komm, komm.
Ja, nimmt doch schon mal Form an. Wie viel noch? Ein Haufen. Immer noch ein Haufen. Knochen? Dann hauen wir uns mal ein bisschen Fleisch drauf. Das nenne ich guten Service. Von den Tierchen hier. Ah, Federn kann man auch mal gebrauchen. Danke für den... Die sind echt so vorkommend. Das ist nett. Schon fertig? Ah, jetzt. Ah, jetzt wird es ja wieder dunkel. Oh, hi. Mich gesehen? Nee. Oh ja, hat mich gesehen. Ja, die sind ein bisschen stinkig. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Ah, scheiße, ich friere bestimmt hier auf der Insel. Ah, ich ahne es jetzt schon. Ja, macht mal, was ihr wollt. Ich habe die Zeit. Machen wir uns einfach neue Knochenrüstung. So, nice to have. Hm. Ja, komm doch, komm her. Gut. Oder auch nicht. Ja, da. Ja. Immer folgendes. Wir paddeln ja immer in die Richtung. Ah, ich kann vorwärts paddeln, aber ich horst. Paddeln wir mal weg. Tut mir leid, wenn es ein bisschen dunkel ist, aber wir paddeln weg. Hinten haben wir das Feuer ja an, da haben wir ein Leuchtfeuer. So, jetzt können wir ein bisschen drehen, damit wir das Leuchtfeuerchen sehen. Und ja, jetzt warte ich nochmal. Oh, es fängt an zu regnen, mir wird kalt, ich hab's geahnt. Da sehen wir die Bangage weglaufen. Auch die mögen kein Wasser. Hau jetzt schnell hin. Das Lagerfeuer, sonst wird uns ja noch kalt. Einer ist noch da. Dann holen wir uns den anderen. Ach, vor und zurück. Das ist natürlich easy peasy. Linke Maustaste nach vorne. Rechte nach hinten. Das ist ja easy peasy. So, jetzt erfrieren wir ganz schön gut. Und ab zum Feuer. Legen wir noch einen drauf. Katana. Jetzt reicht's. Hallo. Scheiße, hätte mich gebückt, hätte mich vielleicht nicht gesehen, ne? Huh? Ah, komm mal durchs Feuer. Vielleicht brennst du dann ja. Trau dich. Komm, komm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit, Mensch. Na, komm her. Jetzt ist mir wieder kalt. Oh. Sorry, mir ist kalt. Ich kann nicht kommen. Puh. Oh, jetzt kommt sie. Scheiße. Katana, Katana, Katana. Ja. Guck mal. Okay. Da kommen schon die nächsten Horsties. Ach du Kacke, 5 auf einmal? 6? Ach, ich bin weg. Das ist eindeutig zu viel. Du wollt mich doch verarschen. Dann erfrieren wir lieber. Das ist ja echt zu viel. Ach, Mama mia. Das
sonst werden wir hier sterben. Kommt man uns vielleicht aus Rehfell oder so? Oh, wo steuere ich denn hin? Irgendwie wärmere Klamotten? Warte mal kurz. Was ist da mal los? Wir haben noch... ja, ausrüsten? Geht nicht? Geht nicht, okay. Also, was können wir noch draus machen? Mir ist kalt. Wärmeanzug. Ach, da fällt wieder Wildschwein oder sonst irgendwas, was ich nicht kenne. Kann ich hier ein Lagerfeuer draufbauen? Eigentlich voll die Scheiße, die ich weiß, aber ey. Ach, was für ein Stöcker. Wir werden erfrieren. Steine und Stöcker, warte mal. Mal ran. Hinten zwar keine Augen. Aber da gerade Land. Steine, Stöcker. Am besten bevor wir erfrieren. Wir brauchen Stöcker. Ich brauche Stöcker. Oh, hier ist ein See. Verdammt. Boah, Licht denn hier. Oh, da ist wieder einer. Bin wahrscheinlich an Tausenden vorbeigelaufen. Hey, wo sind denn mal die Stöcker, wenn man sie braucht? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel ich brauche, aber ich brauche ein paar. Ah, das muss reichen, komm. Das muss reichen. Ja, 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 guck an, diese Schweine. Ja, ja, hier. Ja, ja, Mittelfinger kriegst du von mir, du kleine Sau. Los, Captain Heinrich. Captain Heinrich. Du erfrierst auf hoher See, Captain Heinrich. Kriegst Schaden durch Kälte, Captain Heinrich. Uhu. So, jetzt aber, komm. Oh, ein Stein willst du mich ver... Scheiße. Captain Heinrich ist so doof. Ein Lagerfeuer zu machen. Autsch. Ja, ich warte noch ein Stückchen. Und da müssen wir was essen. Ach ja, ich brauche mal Lagerfeuer. Ich glaube, ich habe nämlich nichts mehr. Na gut. Kommen wir mal ein Stück ran. Das ist, glaube ich, jetzt egal. Komm, hau dir nochmal einen Snack rein. Und nochmal eine Soda. Da ist doch schon ein... Yes. Und wieder zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt ein Mega-Fail ist. Den Captain Heinrich ja macht. Komm, es klappt wahrscheinlich. Wuhu, wir erfrieren nicht. Captain Heinrich. Yeah. Iha. Das ist gut. Das können wir bestimmt auf dem Großen auch machen. Wir fackeln nicht ab. Nice. Plus jagen wird, glaube ich, ein bisschen problematisch. Ohrsee. Vielleicht gibt es ja dafür die Haie. Dann kann man sie unterwegs fangen. Oh, da sind sie immer noch. Das ist ja ätzend. Die warten auf uns. Gut. Ich mache jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt nochmal an Land. So.
Macht auf jeden Fall tot. Komm mal her. Na, komm her. Leg dich erstmal daneben. Auch nicht ins Feuer. Ja, warte. Kannst du nicht einen Moment warten? Außer mal ein Lagerfeuer, du kleiner, dreckiger Kannibale. Du nervst mich. Geh aus meinem Wagen, du kleine Socke. Ist er wirklich tot? Okay, ist tot. Versau mich hier wieder, damit ich wieder infiziert. So. Ey, den nächsten, den ich sehe, wenn ich Zeit habe, wenn ich ihn richtig höre, der kriegt's mit der Kettensäge. Mal gucken, ob wir auch damit Feinde auseinandernehmen können. Ja, das will ich nochmal zeigen. Genau, das machen wir. Kommt doch eh gleich einer. Man gehört? Nein. Ist jetzt auch ein bisschen düster für mich. Jetzt die Bäume. Jetzt wäre eine Stirnlampe echt sagenhaft cool. Ah. Mein Gedächtnis hat gearbeitet. Wunderbar. So, wo ist das Sahnestückchen? Ja, ja. Baum fällt. Ich wechsle mal wieder. Ich wechsle nicht. Komm ins Licht. Komm, 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 komm. Wo bist du? Ich sehe dich gerade selber nicht. Komm, 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 komm. Komm mal ins Licht. Die Zuschauer wollen was sehen. Kann mal bitte die Sonne aufgehen? Ich weiß gar nicht, ob dieser Leerlauf schon irgendwie Benzin verbraucht. Kommt gleich wieder. Hm. Bring ich das mal kurz weg. Vielleicht kriegen wir da nochmal einen angelockt. Ja, jetzt bring ich nochmal den Wegelchen weg. Sind wir ja schon fast da. Vielleicht kommt er auch hinter uns her. Holt nochmal seine Freunde. Ja. Ups. Ich war gerade in den Matsch reingeklickt. Noch 20. Ey, wo sind die Kannibalen, wenn man sie mal braucht? Oh, warte mal. Na, jetzt muss ich was essen. Dass man nicht alles machen muss, ne? Hier ist noch Feuer an. Und hier mal so 1, 2, 3 kleine Stücke drauf. Das geht ja schnell hoffentlich.
Na komm, ich brat doch hier schon extra schnell durch. Gib Gas. Ah, endlich. Papa. Ja. Kann ich das nicht einfach mitnehmen? Waren drei doch zu viel. Da ist einer. Ah, oh, jetzt komm her. Ey! Wo läuft ihr hin? Komm zurück! Dauert ja ewig! Ey! Das ist nicht so der Hit. Da kommt ja schon wieder eine Armee. Oh, ich bin blutig. Infektion. Ja, es ist ja eh egal. 1, 2, 3, 4, 5. Da ist schon wieder ein ganzer Trupp. Also, weiß ich nicht. Kettensäge gegen Kannibalen ist nicht der Hit. Es dauerte zu lange. Sie weichen zu schnell aus. Und jetzt sind die da, wo ich Holz hacken will. Na gut. Aber war doch schon mal erfolgreich. Ein kleines Paddelbötchen haben wir. Und hier haben wir schon fast fertig unser Floß oder Hausboot. Mal gucken. Kann man schon drauf? Natürlich nicht. Ja, Holzhacken habe ich gerade keine Lust mehr. Ich werde jetzt dieses Video beenden. Ja, später nochmal. Ich hole mir jetzt was zu essen. Wir haben noch ein bisschen was. Ah, roh. Essen, trinken, mal aufstocken und hoffen, dass in der Zeit die Kannibalen weg sind. Oh, wir können da hinten Holzhacken, genau. Aha. Das werde ich nochmal machen und dann sehen wir uns nächstes Mal, würde ich sagen. Und dann stechen wir mal in den See. Achso, wir blüten. Oh, zack. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt, ja, egal was, ab in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier seht, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Aber ihr könnt auch ein Abo da lassen. Ja, ein Abo kann ich gebrauchen. Die kleinen YouTuber freuen sich über jedes Abo. Ich freue mich über jedes Abo. Und die Kannibalen freuen sich auch über jedes Abo. Auch wenn ich sie dafür schnitzeln werde. So, ansonsten wünsche ich euch Captain Heinrich oder Holzfäller Heinrich. Eher Holzfäller Heinrich mit einer Yacht. Euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.